3, 2, 1. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Minecraft City War Nations, zusammen mit dem lieben Chris. Exacto Mundo, mein Freund. Und sehr exacto Mundo. Sehr exacto fucking Mundo. Fucking Mundo. Mundo ist doch auch, glaube ich, ein Champ von League of Legends, oder? Das hast du fantastisch erkannt, wie er zu erwarten war. So, ich werde weiter an meiner Kaserne weiterbauen, also an unserer Kaserne. Ich werde erstmal das ganze Zeug herausnehmen und in unsere Kisten sortieren, im Lager. Und ich habe eine Idee, was ich statt 2 schenkeln will. Ach ja, stimmt. Wir müssen statt 2 noch ein Präsent machen. Das ist ein Quest. Genau. Und wir hatten beschlossen, jeder von uns gibt halt irgendwas. Ja, wir wollen halt jeder von uns gibt halt einen Teil dazu von seinem persönlichen Hab und Gut. Wir können jetzt mal überlegen, was wir dazugeben. Also ich gucke mal, was könnte ich denn dazugeben? Also ich weiß schon was. Was gibst du dazu? Einen Kuchen. Ah, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Überlege, ob ich irgendwie was von Rohstoffen oder sowas gebe. Gold oder ein Goldschwert oder sowas. Gold. Irgendwas aus Gold, irgendwas so. Einfach mal ein Stack Dirt, Alter. Ich glaube, das kommt auch nicht so gut an, wenn wir das machen. Oder irgendwie Werkzeug oder Essen oder sowas, weil statt 2 hat es genug Essen. Also. Goldene Äpfel. Aber da brauchen wir Nuggets. Achso, wir können ja Nuggets machen eigentlich. Wir haben Gold. Na, wir haben ein Nugget. Reicht doch. Ich mach 5 Leute sind die. Von mir gibt's 5 Goldäpfel. Okay. Wie mache ich Nuggets gleich nochmal? Ach ja. Du musst sie einfach nur im Ofen schmelzen. Ja. Nee. Ja, nee. Oh, jetzt tut hier irgendjemand vorm Haus Schnee schieben, Alter. Krass. Bei euch liegt schon so schön Schnee. Ja, übel krass. Hä, wie mache ich nochmal Goldäpfel? Ich glaube den Apfel in der Mitte und entweder Goldnuggets oben. Drumherum. Ja, genau. Da kommt nichts raus. Also dann versuch mal oben, unten, links und rechts nur Gold. Hab ich auch gerade gemacht. Okay. Achso, warte. Nee, auch nie. Probier's jetzt mal so, das diagonal. Nee, ist auch nicht. Fuck, wie mache ich Goldäpfel? Kann er da draußen jetzt mal die Schnauze halten mit seinem scheiß Schneeschieber? Ich habe wieder vergessen, Musik zu machen. Warte, die Aufnahme läuft jetzt noch? Nee, läuft sie nicht. Jetzt läuft sie wieder. Scheiße. Ja, muss ich schneiden. Schneid doch einfach nachträglich Musik rein. Nee, ich will aber jetzt Musik. Ja. Nein! Okay, jetzt habe ich 3 Dateien, so eine Scheiße. Keine Musik für dich. Goldbar. LOL! Man muss das mit Goldbarren machen. Ja klar. Hast du Golden Nuggets gesagt? Ja. Bist du behindert? Ich dachte mit Golden Nuggets, das wäre viel logischer. Um Gottes Willen. Aber es wäre doch ohne Scheiß viel logischer. Nee, eigentlich nicht. Natürlich. Das ging schon immer mit Goldbarren. Gehst du übrigens mal bitte ins Bett. Warte. 5 brauchen wir, ne? Ja, aber es wäre doch viel logischer, wenn das mit Nuggets funktionieren würde, weil... Warum? Dann wäre es ja so, dass die Nuggets sind ja viel kleiner und die könnte man theoretisch viel lockerer um den Apfel drumherum binden. Als jetzt ein ganzer Goldbarren. Weißt du, wie groß so ein Goldbarren ist? Und wenn man... Oh, ein Creeper vor meinem Haus. Das ist ganz schlecht. Nein! Was denn? Ich muss erst mal den Creeper bekämpfen. Du kennst so, doch die kandierten Äpfel vom Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Ja, die so in Schokolade gehüllt sind, meinst du? Oder in halt so roten Zuckerguss. Ja. Und die werden ja so gemacht. Also da wird halt ein Apfel aufgespießt und das wird in den Topf voller... voller Candice-Zucker oder irgendwie sowas getunkt und halt reingedreht. Und ich glaube, so entstehen auch die Goldäpfel. Die werden einfach in einen Topf voller Gold reingetunkt und dann einmal gedreht. Ja, aber dann wäre es so viel logischer, wenn man Gold zu Gold das wäre nicht logisch. Schmelzen Nein, könnte sehr ruhig. Und dann ein Goldapfel und ein Goldeimer darunter setzt. Das wäre viel logischer. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, und jetzt tue ich mal schnell Donnermusik anmachen. Mach das. Alter, der draußen dann mit seiner scheiß Schneeschieberei geht mir auch ganz schön auf die Eier. Jetzt wird es wahrscheinlich gerade ziemlich laut werden. Sind eigentlich so, meine Eisengolems hin. So, okay. Ich langsam meine Vermisstenanzeige machen, dass meine Eisengolems weg sind. Die sind andauernd weg. Was? Schweine. Echt? Ja, die sind irgendwo. Ah, einer steht hier hinterm Feld. Guck mal, komm mal bitte zum Feld. Ach so.
Ja, die laufen ja auch. Ja, aber komm mal bitte zum Feld. Schau dir das mal an. Ich komme. Wie ist der Idiot da hingekommen? Warte. Ach, hinter mein Haus? Ja. Guck dir das an. Was für ein Trottel. Na, der wird hier lang gelaufen sein, denke ich mal, oder? Das ist ein ganz schön blöder Golem. Passt der da durch? Ja. Los, ich schieb dich da durch. Komm, geh. Ja, der passt ja nicht durch, oder? Doch, der hat da durchzupassen. Und das hier? Jetzt geht er freiwillig. Gut oder so. Zumindest, du stehst. Der ist in dem Weg. Macht nix. Alter. Okay, kümmer du dich mal darum, ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Ja. Oh, also ich steuere 5 Goldäpfel bei für unser Präsent. Jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier diese Kaserne weiterbaue. Bau jetzt erstmal Zaun. Und die Spiele im Fenstermodus gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, das soll auch nicht so sein. Hä, wo ist er hin? Jetzt ist er da hochgesprungen. Bist du Spider-Man oder was? Ja, er ist Spider-Man. Und diese Folge wird richtig scheiße zu schneiden sein. Weil du musst die Musik reinschneiden. Das ist nicht schlimm. Na, jetzt habe ich ja schon Musik angemacht. Jetzt habe ich ja kein Problem mit dem Reinschneiden. Jetzt habe ich hier eine Blume. Was will ich mit einer Blume? Ach so, okay. Jetzt habe ich hier Zaun. Was, wie schenkt könnte statt man zwei einfach ach so. Blume. Wie kann ich Köpfe von Zombies und sowas nehmen, dass ich die zum Beispiel auf diese Statuen, auf diese Dinger draufsetzen kann? Du musst die einfach nur drauf platzieren, wie ganz normale Blöcke. Aber wie kriege ich Köpfe her? Ach so, wie du die herstellst? Keine Ahnung. Jeden Mal mit Profis. Dies weiß niemand so genau. Muss mal ehrlich sagen. Das sieht scheiße aus. Du siehst scheiße aus. Ey, weißt du, was ich überlege? Was denn? Wenn ich nächstes Jahr im Juni oder Juli zum Kilo nach Dings fahre, nach... Ja, du weißt schon. LOL! Komm, Spinne her. Nach Munster. Hm. Da muss ich ja durch Magdeburg durch. Ja. Wollen wir das nicht Tradition... auch durch Magdeburg durch musste. Genau. Zu dir wollte. Und wollen wir das nicht traditionsgemäß so machen, dass ich auch bei dir halte? Können wir machen, klar. Und dass wir uns mal treffen so? Ja. Ja, doch, coole Sache eigentlich. Wann war das dann mal? Irgendwann Juni, Juli, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja gut, dann habe ich auch schon meine eigene Bude, das ist dann kein Problem. Ja, das ist ja cool. Hä, wo wohnst du da jetzt noch? Ich wohne bei meinem Vater noch. Ach, auch bei deinem Vater, das ist ja cool. Jo. Ja, ich auch. Ja, das habe ich gehört, ne? Wo hast du das gehört? Na, du hast es mir erzählt. Vor allem, weißt du was... Oh ja, das kann sein. Weißt du was jetzt gerade im Hintergrund läuft? Gerade die Musik von der Kaserne in Gothic 2 und es passt jetzt gerade hervorragend hier rein. Fantastisch. Weil jetzt ja auch gerade die Kasernenmusik läuft. Weil ich gerade die Kaserne baue. Pilzkühe geben keine Milch, oder? Was für Kühe? Pilzkühe. Nee, nicht, dass ich wüsste. Gib mir Milch. Wie kriegt man überhaupt Milch? Achso, doch, die geben Milch. Die geben auch Milch? Das ist ja cool. Die geben Milch. Ich habe jetzt 3 Eimer Milch. Das ist cool. Und wie kriegt man die Pilze von denen? Einfach scheren, oder wie? Nee, ich glaube, also ich habe in dem Video gesehen, mit dieser Holzschüssel kriegt man die, glaube ich. Achso, okay. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich dachte, man muss einfach nur den Share-Button drücken. Wie bei der PS4. Nee, muss man nicht. Achso, für das Präsent. Ich habe bereits eine Kiste. Wollen wir das gleich in dieser Folge erledigen? Jo. Können wir machen. Dann gebe ich dir mal die Kiste hier raus. Nimm dir mal die Kiste und die 5 Goldäpfel. Jetzt habe ich die Kiste aufgesammelt. Jetzt habe ich die Äpfel aufgesammelt. Jetzt habe ich die Kiste aufgesammelt. Jetzt habe ich die Äpfel aufgesammelt. Take dir die Äpfel. Hinter dir. Hinter dir. Jo. So, das soll mein Präsent anstatt 2 sein. Okay, ich hab das. Ich brauche noch Zucker. Zucker macht man aus Bambus. Den kannst du mir aus dem Hinterhof holen. Nee. Hier ist richtig lustig. Das war nicht so gut. So, wie baut man jetzt einen Kuchen? Wie baut man einen Kuchen? Milch, glaube ich, ganz unten. Boah, das ist schon so lange her, wo ich einen Kuchen gebaut habe. Guck doch nach, hast du nicht 2 Screens? Ja, aber ich habe den Fenstermodus gerade nicht offen. Da siehst du, ich hätte dann irgendwie 8 Videos für eine Folge. Okay. Wir können es ja so machen, in der Aufnahmepause gucke ich mal, weil ich nehme heute 2 Folgen auf. Ja, okay. Erstmal wieder und... Jetzt. Okay, egal. Ist egal. Ja, aber... Ja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Ist jetzt auch gerade nicht, wie ich es machen soll. Ist eh wurscht. Und ich habe gerade...
Leitern habe ich hier, Zaunstor. Ich möchte erstmal meinen Bogen verzaubern jetzt. Denn der gute Stormy hat ja einen Power 4 Bogen und da möchte ich natürlich nicht allzu weit hinterher gehen. Ja, stimmt. Was habe ich hier? Stärke 1, okay. Und. Oh, da war nochmal, ich probiere das mal mit Akazienholz. Das sieht bestimmt gar nicht so doof aus. Sieht mega doof aus. Eigentlich. Das Dach. Ein Creeper in meinem Haus! Ja, so wie sich das gehört. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Aber es ist so, wie sich's gehört. Das ist ein toter Creeper. Das ist ganz schön krass. Wo ist eigentlich der andere Golem? Alter, diese beiden, ey. Ach, wir brauchen noch Eier für den Kuchen. Ja, Eier brauchen wir noch. Eier, wir brauchen Eier. Wir brauchen Eier. Kennst du das von Oliver Kahn? Wir brauchen Eier. Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört, ne? Ne, wir brauchen Eier. Oh, ne. Aber wie viele, ne? Was ist denn das für ein Lied, was gerade im Hintergrund bei mir läuft? Das kenne ich gerade gar nicht. Wo sind denn meine Golems, Alter? Die sind... Das sind schon kleine Verstecker hier. So, wie lange habt ihr eigentlich gestern noch gestreamt? Noch 20 Minuten, glaube ich. Als du weg, nachdem du weg warst. Wie zum Teufel macht man einen Kuchen? Ich weiß es nicht. It's baking time! Ja. It's raining, man! Ich find's schade, dass man die Eimer mit Eimer, Alter, mit Zeug drin nicht staggen kann. Staggen, Digga. Kann man nicht staggen, yo. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Stärke 2 Bogen, das ist nett. Zack. Das macht ja keinen Sinn, das Ding. Ich fühle das Mikro viel zu weit weg. Warum klinge ich eigentlich in deinen Aufnahmen immer so scheiße? Hast du mich übersteuert bei TS? Nö. Weil bei den anderen klinge ich ganz normal. Du hörst dich bei mir ganz normal an, also. Aber in deinen Aufnahmen klinge ich immer so scheiße. Du klingst in meinen Aufnahmen genauso, wie ich dich jetzt höre. Und das ist eigentlich ganz normal. Schusssicher. Alter, ich hab schusssicher auf meinen Stiefeln, willst du mich haben? Was hast du auf deinen Stiefel? Schusssicher. Scheiße? Scheißsicher. Alter, ich bin dafür, wir machen die Feuermatte weg, wenn dort mal einer reinläuft. Ja, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Wie du zum Beispiel. Bist du gerade reingelaufen, kann das sein? Nein. Ich habe gerade keinerlei Damage erhalten. Ja, klar. Aber ich wollte es nur sagen, irgendwann, wir sollten die irgendwie mal hier wegmachen. Wenn da mal wirklich einer reinläuft, dann ist Zappenduster. Dann ist hier Feierabend, Freund. Dann ist hier richtig Feierabend. Dann ist ja Polen offen, ne? Also, das können wir ja so nicht zulassen. Also, das geht auch nicht. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. So, der Innenhof ist jetzt soweit fertig eigentlich. Hier haben wir so... Ich muss jetzt nur noch gucken, wo ich Zombie-Köpfe oder sowas auftreiben kann. Oder allgemein Mob-Köpfe, die wir hier draufsetzen können. Und ich kann ja hier vielleicht noch solche Schussanlagen machen für Bogenschützen. Da kann man ja auch noch seine Schussfertigkeiten trainieren, so mit dem Bogen. Vielleicht auch ganz eine Trainingsanlage hier. Ich habe jetzt Schutz 2 Schuhe. Nee, Stülpen, wie auch immer heißen. Schutz 2 Eisenbeinschutz. Okay. Kann man machen. So. Was habe ich denn gerade nicht an? Ich habe gerade alles nicht an. Schuhe. Das. So, wir brauchen dann auch noch Oakwood, ne? Für die Pfeiler in der Burgmauer. Ja. Dann lass uns mal in den Wald gehen. Komm mit mir in den Wald. Ich hab deine Folge heute gesehen, die heute rauskam, glaube ich. Meine? Das war doch die, ich glaube, da grabe ich einfach nur. Nee, da hast du angefangen mit. Gott, wie hat's nur anmoderiert? Da standst du irgendwie unter Mauer und wolltest irgendwie noch weiter Eichenholz sammeln, hast aber gesagt, okay, das reicht dann jetzt aber auch, glaube ich mal. So hast du das gesagt. Ich glaube, die kamen heute raus, die hast du alle aufgenommen. Ja, genau. Dann habe ich bei meiner Gruft weitergebaut. Ja, das kann sein. Ja, so weit habe ich nicht geguckt. Also ich habe schon so weit geguckt, aber ich habe dich nur im Hintergrund geschaltet und habe dir nur gelauscht, sozusagen. Ja, so kein Problem. Wollen wir erstmal ins Bett gehen, bevor wir hier... Ja, ist eine gute Idee. Lass mal zusammen ins Bett gehen. Eine Weitermachen. Also, nee. Ich brauche mal ein bisschen physische Wärme. Brauchst mal ein bisschen... Dir.
Brauchst mal ein bisschen Liebe, Baby. Ah ja. Das ist geil. Das gefällt dir, ne? Ah ja, das ist. Oh mein Gott. Sei für mich ein. Ha! Gay! Okay. Okay. Oh Gott. Alter. Okay. Hast du jetzt den Kuchen schon gemacht oder hast du noch nicht rausgefunden? Nee, ich hab's noch nicht rausgefunden. Ich glaube, ich habe alle Zutaten, aber ich weiß noch nicht wie. Kannst du jetzt mal bitte ins Bett gehen? Ich bin noch im Bett. Jetzt laber mich doch nicht voll hier. Ach Mann, ich wollte gerade schreien, geh schlafen. Nein, Mann. Du Bitch, du Dreckige. Ich bin noch. Oh, hier ist Party auf meinem Haus. Ich habe euch gar nicht eingeladen. It's Party Time. Oh, ich fall runter. Halleluja, nein. It's Party Time. Ich glaube, ich tue die beiden Glowstone irgendwie dort verbauen in dem Haus. Ach, das. Glowstone sieht immer gut aus. Ja, Glowstone, vor allem ich habe ja gerade dieses Warmsbeutel. Oh, fuck, Alter. Kennst du das? Du hast irgendeinen Block in der Hand und willst die Tür hinter dir schließen und tust den. Oh nein! Ich hab's gehört. Alter, der stand direkt neben mir. Ich hab's und ist explodiert. Oh Mann, Alter, der stand hier, als hat er meine ganze Hausfassade kaputt gemacht, Alter, Gott sei Dank. Gott sei Dank spawnt das Zeug ja wieder. Hoffe ich jedenfalls. Ah, das war lustig. Das hat, you made my day. You fuck my day. Ich könnte dann in der Aufnahmepause jetzt auch gleich mal gucken, wie ich denn den Monstern die Köpfe entreißen kann oder wie ich allgemein an Köpfe komme. Boah, du bist brutal. Ja, meine Mutter ist brutal. Wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich tue mal hier in den Hof diese Dinger planten. Ich glaube, ich mache das ganz schlicht. Warte mal so. Hier, das ist der Block. Nee, das ist keine gute Idee. Doch, doch, das ist eine sehr gute Idee. Wie mache ich denn das? Ich mache das so hier. Das ist eine sehr gute Idee, Tim. Lass dir nichts eingehen. Ja, von mir kommen immer noch gute Ideen. Ja, ich weiß. Aber auch nichts Neues. Von mir kommen ja immer noch gute Ideen. Ja, genau. Ich mach das so hier. Scheiße, muss ich das hier wieder abbauen? Nee, jetzt mach das Feld aus. Du musst das jetzt anders! Also hier. Das geht doch nicht. Das wird so, das bleibt so, wie es ist. Ja, genau. Auch wenn ich jetzt mal meinen möchte, dass das eine äußerst schlechte Imitation unseres Kollegen war. Ach, unseres Kollegen? Gut, das Problem ist, wenn jetzt jemand reinkommt oder hier in diesen. Nee, komm. Ich mach das mal hier weg. Die Bogenschützen können hier drin trainieren. Nee, können sie auch nicht. Es gibt keine Bogenschützen, das ist alles Halluzination, ne? Jo. Übertreib halt. Sind wir überhaupt hier? Oder sind wir in der Matrix? Apropos Matrix, ich hab grad diese. Oh Mann! Wieder runtergefallen. Stimmt's schon wieder? Mensch, es geht ja schnell bei dir. Lol, jetzt habe ich irgendeinen Soundtrack von Divinity drin, wo Gesang mit dabei ist. Lol! Lol! Mein Bauchmaus sieht langsam voll scheiße aus. Ich hoffe, das wird nie geclaimed oder so. Deshalb müssen wir jetzt die ganze Zeit quatschen, Chris. Komm schon, quatsch mich zu. Ich hab nichts zum Quatschen. Quatsch mich zu. Ich bin doch kein altes Vollschweib. Doch, quatsch mich voll. Bitte komm schon, quatsch mich jetzt so lange voll, wie es nur geht. Was hast du heute so gemacht? Und bitte sing nicht mit, so wie ich es tue. Dann kriege ich bestimmt einen GEMA-Strike. GEMA-Strike. Bla, 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 bla. Also ich habe vorhin, wie gesagt, die eine South Park-Folge geguckt. Wo du gerade gesagt hattest, hier mit Matrix, da haben die Matrix so ein bisschen verarscht. Das war diese zweiteilige Folge von South Park, wo Stan nur Scheiße sieht, wo alles Scheiße ist, wo der nur Scheiße hört, Scheiße sieht und alles nach Scheiße aussieht. Das ist ja Scheiße. Ja, yeah, das ist richtig Scheiße. So, ich bin fast fertig mit der Kaserne. Also ich denke mal, in dieser bzw. nächste Folge werde ich auf jeden Fall fertig werden. Awesome. Das ist echt awesome. Dann haben wir diese Quest schon mal auf jeden Fall erledigt. Das ist ziemlich cool. Das ist awesome. Das ist awesome. Konnte man denn nicht irgendwelche Bilder machen, die wie Schilder aussahen? Oder könnte man nicht irgendwelche Schwerter oder so noch an die Wände machen? Weil dann würde ich das hier ganz gerne machen. Das sieht dann bestimmt gar nicht so scheiße aus. Muss das Dach erstmal noch schnell draufziehen. Und dann muss ich das hier noch ein bisschen einrichten, das Ding. Okay. Alter, wie der Typ mich voll singt, ne? Geht gerade gar nicht. Das geht gar nicht. Darf ich ja mal gar nicht. Auf gar keinen Fall, ja. Ich überlege noch, ob ich hier so eine Art Waffengurt baue, also so eine Waffenaufsteller. Mit irgendwelchen Schwertern drin.
Ah, nee, ich baue hier eine Kiste mit irgendwelchen Waffen. Mit Holzwaffen oder so, wo wir uns dann auch wirklich mal gegenseitig trainieren können mit Holzschwertern. Ja, ey, das ist cool. Das ist eigentlich voll die coole Idee, das können wir eigentlich wirklich mal machen. Wir können uns ja wirklich mal einfach nur unsere ganzen Klamotten, Rüstungen und alles ablegen und dann kämpfen wir bis zum Tode, wenn wir keine Level haben. Mit Holzschwertern aber. Ja, und einer von uns muss dann den Part beenden. Muss, und was? Muss den Part beenden, denn. Ja, wir müssen jetzt gleich den Part beenden. Nein, wenn jemand stirbt. Ach so, ja stimmt. Ja, dann müssen wir das am Ende der Folge machen. So, das Dach ist jetzt erstmal grobkörnig draufgezogen. Ja, das sieht natürlich so noch ein bisschen scheiße aus. Das muss ich natürlich noch ein bisschen ändern. Das sieht voll scheiße aus. Das sieht voll scheiße aus. Kennst du Little Britain? Ja klar, Alter, wer kennt das nicht? Da gibt's doch auch diesen einen Rollstuhlfahrer, der so redet. Vierer. Der eigentlich gar kein Rollstuhlfahrer ist. Ach, dieser Andy. Genau. Ich will das nicht. Du musst anders reden. Ja. Wie sagt er immer? Das sieht scheiße aus. Ja, ja, aber der sagt doch immer irgendwas anderes. Der sagt immer auch irgendwas, was der immer sagt. Wenn er das haben will oder wenn er irgendwie... Ich will das da. Ah ja, genau. Ich will das da. Quatsch, ja, was sagt er denn immer? Der sagt ja, ich will das da. Der sagt dann aber immer noch irgendwas anderes. Nein. Irgendwie... Nein, der sagt nur, ich will das da. Scheiße, ich werde noch rausfinden, was der immer sagt sonst. Das wenn's ist jetzt einfällt, deine Lebensaufgabe. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es mir irgendwann einfällt, dann sage ich sie auf jeden Fall noch. So, alles klar. So sieht das Dach erstmal aus. Wie denkst du? Sieht das gut aus oder kann man das verlassen? Oder? Ich bin gerade gar nicht in der Nähe. Ich glaube, ich muss den Eingang noch ein bisschen mittig setzen. Okay, lass uns da gar nicht in der Nähe. Dann jetzt mal die Folge beenden. Oh, un momento, please. Signore. Hoppsa, bin ich gegen das Mikro gekommen. Das tut mir sehr leid. Mir nicht! Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis morgen. Und tschüss.